Was geschieht mit denen, die nie von Christus gehört haben? Das ist eine Frage, die ihr euch vielleicht nicht stellt, aber die ich in der Mission oft gehört habe. Ich habe ja die Freude gehabt, ein paar Jahre in Thailand zu arbeiten und viele Jahre unter Muslimen. Und ich stelle euch einfach mal die Frage, die die Menschen mir gestellt haben. Wie ist es mit meinem Vater, mit meinem Großvater in Vietnam, in Afghanistan, der nie von Christus gehört haben? Ich könnte euch die Frage stellen, ihr, die ihr zum Volk Gottes gehört. Wenn du in Somalia geboren wärst, vor 300 Jahren, und keine Möglichkeit gehabt hättest, von Jesus zu hören, geschweige von der Dreifachengelsbotschaft. Du hättest einen somalischen Pass, du wärst Muslim, wärst du gerettet? Ich denke, das ist eine ganz wichtige Frage, die uns beschäftigen muss. Und wir wollen einfach mal sehen, was die Bibel sagt. Ich hätte gern dazu noch den Geist der Weissagung, Ellen White, genommen. Die Zeit wird uns aber fehlen. Aber allein im Buch Das Leben Jesu gibt Ellen White viele Antworten, die sich mit der Bibel decken natürlich. Und es ist ein Versuch, was ich euch bringe. Ich behaupte nicht, die letzte Antwort zu haben. Schließlich weiß Gott, wer gerettet ist oder nicht. Aber es ist ein Versuch, einfach mal durch die Bibel zu gehen. Jean Calvin, Calvin auf Deutsch, glaubt an die Prädestination. Das heißt, einige Menschen sind prädestiniert worden, erschaffen worden sind, um gerettet zu werden. Das Volk Israel natürlich. Und andere haben keinen Zugang zur Erlösung, und das ist eben die Vorhersehung, die Prädestination Gottes. Andere, wie die meisten Evangelikalen, sagen, alle sind verloren, außer derer, die sich für Gott entscheiden. Es würde bedeuten, ich wäre heute in einem afrikanischen Dorf oder irgendwo in der Welt, würde ich eine Evangelisation halten und sagen, wer nimmt Jesus an? Und alle, die die Hand hochheben, könnten dann sagen, ich wurde am 16. August 2014 um 9.30 Uhr gerettet. Das ist das, was die Evangelikalen sagen. Wenn du das Pech hattest, dass du gerade an dem Tag krank warst oder dass du im Nebendorf gewohnt hast oder vielleicht, dass du ein kleines Kind warst, ein geistig Behinderter warst, oder du hast einfach mal einen anderen Dialekt gesprochen und da hast du eben die Hand nicht erhoben, da bist du eben verloren. Das ist evangelikale Theologie. Was sagt die Bibel dazu? Wie gesagt, 35 Jahre Prediger und Missionar in vielen Ländern, muss ich mich mit dieser Frage beschäftigen, und hier ist mein Ergebnis. Zunächst einmal sagt die Bibel ganz klar, Punkt Nummer 1, Jesus ist der einzige Retter. Ich denke, das ist unverhandelbar. Und wir kennen die Texte, Apostelgeschichte 2, Vers 4, Vers 12. Wir kennen die sogar auswendig. Es ist kein Name gegeben unter dem Himmel, durch den wir selig werden sollen. Gott gab seinen einzigen Sohn, Johannes 3, 16. Und dieser Sohn sei, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ich denke, wir sind uns darüber einig, auch wenn es immer wieder im Christentum Versuche gegeben hat. Ich denke an die katholische Bischofskonferenz im Fernosten irgendwann, die versucht hat, einen Antrag in den Vatikan zu stellen, dass Lao Tse, Konfuzius, Buddha und auch andere auf die gleiche Stufe mit Jesus gestellt werden sollten, was nicht passiert ist, Gott sei Dank. Der Anspruch des Christentums ist ganz klar, nur durch Jesus Christus werden wir gerettet. Ich höre ein Amen hier links. Aber
Dieser Anspruch Jesu kennt auch keine Konkurrenz, denn Buddha sagte, ich bin nicht der Retter der Welt. Lao Tzu sagte, dass das Glück aus dem Gleichgewicht zwischen Guten und Bösen, Yin Yang, Positiven und Negativen besteht. Es gibt kein Glück, keine Glückseligkeit ohne Böses, nach dem Motto, ich kann mein Essen nicht genießen, wenn ich nie Zahnschmerzen hatte. Komische Theologie, aber das glauben viele Menschen. Habt ihr schon mal gehört, Menschen, die sagen, wie ist es im Himmel, wir werden immer glücklich sein, das kann doch nicht sein. Ja, wir können doch das Leben nicht genießen, wir können nicht Auto fahren, wenn wir nie einen Unfall gehabt haben, können wir das nicht genießen. Komisch, aber es gibt Menschen, die so denken. Konfuzius auf Deutsch, schreibt in seinem Buch über den edlen Mann. Und wenn wir diese Ansprüche von Konfuzius sehen, da sehen wir, dass kein Mensch dieses Ideal je erreichen kann. Wir kennen ja diese Kultur, wo du immer fröhlich, geduldig, selbstbeherrscht sein musst. Und das klappt eigentlich nicht. Es ist nur die Fassade. Mohammed im Koran betet an verschiedenen Stellen, an 4 Stellen um Vergebung für seine Sünden. Und in den muslimischen Traditionen, in den Hadith, wird das immer wieder bestätigt. Deshalb hat keine der großen Weltreligionen einen Retter. Und somit hat Jesus sozusagen keinen Konkurrenten. Punkt Nummer 2. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Und ich denke an den wunderbaren Vortrag gestern Abend. Wir kennen ja diese Texte hier, einige, mein Favorite, wie man auf Englisch sagt, mein Lieblingstext, der mich eigentlich zu Jesus gebracht hat, Hesekiel 18, ein Vers unter vielen, wo Gott fragt, meinst du, dass ich gefallen habe am Tod des Gottlosen, spricht der Herr? Hat Gott Freude an dem Tod des Gottlosen? Nein! Er möchte vielmehr daran, dass er sich bekehrt und am Leben bleibt. 1. Timotheus 2, es ist der Wille Gottes, dass alle Menschen gerettet werden. Lukas 19, 10, des Menschensohn ist gekommen, zu suchen, was verloren ist. Und wir haben viele Texte mit den 99 Schafen und gerade die Kranken brauchen den Arzt. 2. Petrus 3, Vers 9, der Herr verzögert nicht seine Verheißung, wie etliche es für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass einer verloren geht, sondern dass alle zur Umkehr kommen. So eine ganz klare biblische Aussage, Gott ist nicht wie ein Arzt, der jeden Morgen ins Krankenhaus kommt und sagt, wen bringen wir heute um? Können wir uns so einen Arzt vorstellen? Ich habe aber manchmal den Eindruck, dass Gott so dargestellt wird. Pass auf, kleiner Finger, was du tust. Beim kleinsten Fehler, bang. Ich meine, das Lied ist nicht schlecht, aber wenn man den Zusammenhang des Evangeliums vergisst, dann wird es ganz schlimm. Nach dem Motto, Gott ist wie ein alter Lehrer, der mit dem Stock da rumgeht durch die Klasse und sucht, wenn er verprügeln will. Drittens, Gott spricht jeden Menschen an. Ist auch logisch, wenn Gott möchte, dass jeder gerettet wird, dann müsste Gott dafür sorgen, dass auch jeder Mensch Zugang zum Evangelium hat. Wie geht das aber? Die Bibel gibt einige Beispiele. Das erste ist die Schöpfung, Römer 1. Es wird gesagt, dass die Herrlichkeit Gottes, seine Weisheit, Römer 1, erkannt wird. Was man von Gott erkennen kann, ist ihnen offenbart. Und ich bin ein abenteuerlicher Mensch und ich weiß um meinen ersten Bibelkreis mit Hindus. Hindus, die an sich nicht so sehr an den Schöpfer Gott glauben. Da habe ich den Mut gehabt zu fragen, ob dieser Text stimmt. Ob irgendwo diese Menschen, obwohl sie in ihrer Religion nichts vom Schöpfer wissen, ob sie doch an den Schöpfer Gott glauben. Und alle haben bestätigt, ja, irgendwo wussten wir, es muss etwas sein. Ich denke, das Gespräch mit hochrangigen Professoren in einer chinesischen Universität, die mir sagten,
Das war noch zur Zeit des Kommunismus. Hier in China glaubt jeder an Gott. Trotz 40 Jahren Kommunismus. Der hat mir gesagt, ich soll das nicht weiter sagen, aber ich glaube, inzwischen ist es verjährt. Und ich werde nie diesen Genetikstudent in Bremen vergessen. Ein Chinese, hochintelligenter Mann, der Genetik studiert hat. Und um 3 Uhr morgens klingelt das Telefon bei mir. Und da steht Lu Mingqi und er sagt, ja, du hast gesagt, ich kann immer anrufen. Naja, okay. Was willst du denn? Er sagt, ich kann nicht mehr schlafen. Seit Jahren studiere ich Genetik und irgendwas habe ich nicht verstanden. Und jetzt hast du mir ein Buch gegeben und das Buch fängt so an. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und er sagt, das ist genau die Antwort. Und er sagt mir, ich habe alle meine chinesischen Mitstudenten aufgeweckt. Der war so aufgeregt. Hier ist die Antwort. Amen. Römer Kapitel 2 haben wir eine zweite Quelle der Offenbarung Gottes, das ist das Gewissen. Die Heiden, also die Nicht-Juden, die das Gesetz nicht haben, die Bibel, das sind Gebote, doch von Natur aus das tun, was das Gesetz fordert, obwohl sie das Gesetz nicht haben. Natürlich wird jeder Soziologe, Anthropologe und Psychologe sagen, das Gesetz ist anerzogen. Wenn die Mama immer sagt, das ist schlecht, dann ist es schlecht. Ich bin 6. Generation Adventist. Ihr bringt mich nicht dazu, einen Schweinesteak zu essen. Niemals. Das ist einfach in meiner Genetik drin. Ich kann das nicht. Also es ist schon anerzogen irgendwo. Oder am Sabbat einkaufen zu gehen oder so. Aber ich glaube, es gibt ein anderes Gewissen, das mit Gott zu tun hat. Und zwar kenne ich also das Beispiel von 2 Menschenfressern, die Adventist geworden sind, das war irgendwo in den Salomo-Inseln. Und beide haben gesagt, jedes Mal, wenn wir Menschenfleisch gegessen haben, hatten wir ein schlechtes Gewissen. Woher? Mama hat gesagt, das ist frisch vom Nachbarn. Aber wir hatten ein schlechtes Gewissen. Woher denn? Es ist wahr. Das Gewissen ist nicht nur anerzogen, sondern es hat wirklich mit Gottes Stimme zu tun. Die Bibel sagt ganz klar, Nummer 4, wer Gott sucht, der wird ihn finden. Auch da kennen wir viele Texte, Jeremia 29, wenn ihr mich vom ganzen Herzen sucht, das Herz in der Bibel als Zentrum der Entscheidung, nicht der Gefühle. Gott sagt, wer mich vom ganzen Herzen sucht, der wird mich finden. So spricht der Herr. Und in Sprüche 8 heißt es, das ist so ein schöner Text, weil Gott sagt, ich liebe, die mich lieben. Und die mich suchen, finden mich. Die Frage ist, was bedeutet Gott zu lieben, wenn ich eine Großmutter in Afghanistan bin, ganz weit in den Bergen? Was heißt das, Gott lieben? Die Antwort habe ich mit dem Umkehrschluss von 2. Thessalonicher 2, wo es das Gegenteil steht, nämlich, dass die Menschen, die die Wahrheit nicht lieben, verloren gehen, weil sie die Wahrheit nicht kennen. Und Gott wird sogar ihnen eine Täuschung schicken. Interessanter Text, etwas schwierig zu verstehen. Die die Wahrheit nicht lieben, werden verloren gehen. Aber die die Wahrheit suchen, die die Wahrheit lieben, die versuchen, so zu leben, wie es ihr Gewissen oder ihr Kenntnis sagt, die offen sind, die einfach gern mehr wissen möchten. Gott sagt, die werden mich finden. Wer ihn sucht, wird ihn finden. Die Frage ist, das ist eine ganz gewagte Frage, kann ein Mensch in einer anderen Religion, egal wie schlecht sie sein mag, Gott finden? Einige sagen ja, einige nein. Wollen wir eine Umfrage machen, Abstimmung? Ich zitiere Ellen White. Ellen White sagt, dass überall in der Welt, wo es was Gutes gibt, das ist das Wirken des Heiligen Geistes Gottes. Und ich möchte euch ein paar Beispiele geben. Buddha sagte, ich bin nicht der Retter der Welt, aber der Retter der Welt wird kommen. Der Maitreya Sarei, der Prinz des Friedens. Und es gibt im Buddhismus 2 Richtungen. Eine sagt, der Prinz des Friedens wird in 500 Jahren kommen. Und die anderen sagen, er wird in 2500 Jahren kommen.
Interessanterweise ist Buddha wann geboren? 538 vor Christus geboren, sodass beide Theorien stimmen. Denn der Prinz ist gekommen und Buddha fügt hinzu, seine Hände, seine Füße werden gebunden sein für die Menschen. Und ich habe buddhistische Mönche getauft, weil sie gefragt haben, wo ist dieser Prinz? Im Hinduismus kommt der Retter der Welt geboren von einer Jungfrau. Und ich weiß von einem Guru, der immer gefragt hat, wo ist dieser Mann, born of a virgin, geboren von einer Jungfrau? Er wurde immer ausgeladen, bis er an einer Kirche vorbeiging. In Indien haben die Kirchen keine Fenster, das ist heiß. Da sangen die Menschen, Jesus, Sohn der Jungfrau. Das chinesische Zeichen für Gerechtigkeit besteht aus einem Lamm und ich darunter. Ich besteht aus zwei Zeichen, ein Mann mit einem Speer in der Hand. Die Gerechtigkeit ist ein Lamm und ich mit meinem Speer. Was mache ich damit? Ich stehe unter dem Lamm. Und ich habe dieses Zeichen zweimal gesehen in Bezug auf Gott, in einem Tempel in Hanoi und in Phuket in Thailand. Und ich frage mich, wo sind Missionaren, die einfach vor diesen suchenden Menschen stehen und ihnen erklären, was die Gerechtigkeit Gottes bedeutet. Im Islam heißt es immer wieder, dass Jesus der Retter ist. Steht im Koran, denn er heißt Isa. Und Isa heißt der Retter. Ich werde nie vergessen, wie mein Vater, ein guter Prediger, Mitte der Nacht am Freitagabend diesmal mich anruft. Normalerweise telefoniert man am Freitagabend nie so. Und er sagt mir, hier ist ein junger Mann, der ist aus Arabien geflogen, weil er im Koran über Jesus gelesen hat. Und da heißt es im Koran, wenn du mehr wissen willst, frag die Christen. Dieser Araber ist geflogen. Am Flughafen nimmt er die gelben Seite und ruft die erste Kirche an. Ah. Ich hoffe, dass eure Kirche auch Nummer 1 ist in den gelben Seiten. Und nicht irgendwo bei G-Gemeinschaft, wo kein Mensch das findet. Und er sagt, ich bin hier, erzähl mir von Jesus. Jetzt erzähle ich euch was ganz Heißes. Ich war Buevangelist früher und im Dschungel von Deutschland, nicht irgendwo in Kalimantan oder so, Neuguinea, macht ein Mann die Tür auf und sagt, ich bin Satanist. Oh. Ja, da habe ich ein Gebet nach oben geschickt. Gott bewahre mich, was mache ich jetzt? Und dieser Mann erzählt mir, ja, ich habe auch satanische Bücher, willst du die sehen? Naja. Begeisterung hielt sich in Grenzen. Und dann sagt er mir, meine Bücher heißen der 6. und der 7. Buch Mose. Und da habe ich ihn gefragt, ja, haben Sie auch die Nummer 1? Und er sagte, wie bitte? Ich sage, ja, Sie haben die Nummer 6, Sie brauchen die Nummer 1, 2, 4 und 5. Die habe ich. Wie, was? Die brauche ich, um es kurz zu machen. Ich lief zu meinem Auto, der Mann wartet vor der Tür, wollte die Bibel. Er wollte die Bibel studieren. Er bestellte die 10 Bände Menschen Gottes an, jeden Monat schön sauber seine 30 Euro bezahlt. Natürlich zeigte ich dem Boot, der große Kampf zwischen Licht und Finsternis, nahm er sofort. Und ihr wisst, das erste Kapitel von Patriarchen Prophet, Ursprung des Bösen, das Buch hat er auch gehabt. Was bewegt einen bekennenden Satanisten, jeden Monat adventistische Literatur inklusive Bibel schön sauber per Nachnamen aufzunehmen? Wisst ihr das? Ich weiß es nicht. Ich bin Jahre später wieder zu diesem Haus gegangen, er war nicht mehr da. Ich frage mich, ob ich diesen Mann mal im Himmel sehe. Ich weiß es nicht. Noch einmal möchte ich betonen, es geht nicht darum zu sagen, der Buddhismus, der Hinduismus, der Islam ist gut. Darum geht's gar nicht. Ich bin nicht da, um zu sagen, Leute, Buddha, super. Nein. Sondern ich bin da, um zu sagen, dass es Menschen gibt, die in der Finsternis sind und doch hat Gott irgendwie, weiß ich nicht warum, zugelassen, dass diese Menschen Zugang zur Wahrheit haben. Eigentlich weiß ich warum. Gott möchte, dass alle gerettet werden. Jetzt komme ich zu meinem Landsmann Napoleon. Napoleon hat etwas gesagt, nul n'est censé ignorer la loi. Das ist Französisch, meine Muttersprache. Und das ist die Grundlage unseres Gesetzes, auch in Deutschland. Keiner kann sagen, er kennt das Gesetz nicht. Also Beispiel, ich bin öfter in Iran oder so.
Und in Iran muss man bei Grün anhalten, weil alle über Rot fahren. Es ist so. Jetzt stellen wir uns vor, ich komme nach Deutschland, miete ein Auto und fahre voll über Rot. Polizei hält mich an. Ich sage, sorry, ich wusste es nicht. Was sagt die Polizei? Napoleon hat gesagt, keiner kann sagen, er kennt das Gesetz nicht. Das ist Grundlage. Jetzt ist die Frage, ist Gott wie Napoleon? Die Bibel sagt in Apostelgeschichte 17, Gott hat ein Auge zugedrückt. In Lukas 23 betet Jesus, und ich meine, wenn Jesus betet, gerade am Kreuz, da können wir es wortwörtlich nehmen, nicht wahr? Vater, vergib es ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und wenn Leute mir vorwerfen, ich rede zu gern über den Islam, da sage ich, wisst ihr was? Ich kenne einen Terroristen ziemlich gut. Ein Mensch, der hat Christen umgebracht. Und dieser Mann heißt Saulus von Tarsus. Er war ein ganz schlimmer Terrorist, wirklich. Er hat Christen aus den Häusern gerissen, er hat gejaucht, als Stephanus gesteinigt wurde. Aber aus ihm wurde der größte Apostel, der größte Theologe des Neuen Testaments. Und in 1. Timotheus Kapitel 1 sagt er Folgendes. Ein Text unter vielen, weil Paulus das mehrmals sagt. Er sagt, ich danke unserem Herrn Jesus, der mich stark gemacht hat und für treu erachtet hat und in das Amt eingesetzt. Mich, der ich früher ein Lästerer und ein Verfolger, ein Frevler war. Aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren, denn, was steht da? Ich habe es unwissend getan. Und dann füge ich hinzu, wenn Menschen mir vorwerfen, ich wäre zu sehr moslemfreundlich. Wie viele Terroristen gibt es in Afghanistan, in Nordnigeria und wo ihr wollt, die Jesus nicht kennen, wie Paulus damals? Im Alten Testament, in der Stiftshütte, wurden die Sünden vergeben, die aus Unwissenheit gemacht worden sind. Unkenntnis ist bei Gott nicht wie bei Napoleon. Es ist Unschuld. Übrigens, darf ich mal fragen, wer von uns alles weiß über Gott, über die Sünden? Bitte meldet euch. Es gibt einen sehr schönen Text in der Bibel, ich liebe diesen Text. Johannes 16, Vers 12. Hier sind wir in der Abschiedsrede Jesu. Man muss sich vorstellen, Jesus verabschiedet sich und sagt etwas Unglaubliches seinen Jüngern. Er sagt nicht, wisst ihr was, ich muss noch 10 Minuten mehr reden oder ein halbes Jahr wieder bei euch bleiben, denn ich habe euch noch viel zu sagen. Nein, er sagt, ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Ihr könnt es nicht ertragen. Mit anderen Worten, ich bin 56 Jahre alt. Manche Dinge habe ich erst jetzt nach vielen Jahren in meinem Leben erkannt. Es hat 50 Jahre gedauert vielleicht. Ich kann aber nicht erwarten, dass irgendjemand das in 5 Minuten erkennt. Und wenn ich das versuche, dann ist es keine Liebe. Ich höre immer wieder von den berühmten Geschichten, eine Schwester steigt in die S-Bahn und trifft eine arme Frau und in 10 Minuten sagt ihr die ganze Botschaft. Und ich sage, ja, was hat die Frau gemacht? Meistens hat sie gar nichts verstanden. Liebe geht peu à peu. Liebe hat Zeit. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, ihr könnt einiges noch nicht ertragen. Gott kann uns doch nicht all unsere Sünden auf einmal zeigen, da würden wir verrückt werden. Also ich zumindest. Oder die Erkenntnis, ich meine Prophetie und alles. Ich bin so froh, dass es diesen Text in der Bibel gibt. Und deswegen, und jetzt komme ich mal auf die Bibel, werden in der Bibel Heiden als Beispiele genannt. Kennt ihr Apostelgeschichte 10? Da ist ein Heide genannt Cornelius, kennt die Geschichte, wie wiederholt die. Und Gott sagt, deine Gebete, deine Almosen bis zum Herrn gekommen. Zu welchem Herrn? Was wusste eigentlich ein Cornelius über den Gott der Bibel? Was wusste er über 1844? Was wusste er über dies? Wahrscheinlich gar nichts. Und Gott braucht 3 Visionen, um Petrus klar zu machen. Er ist nicht ein Mensch zweiter Klasse. Du kannst ihm sogar die Hand schütteln. Und Petrus macht das. Am nächsten Tag muss er bei der Vereinigung antanzen. Was?
du hast einem Nichtjuden die Hand gegeben. Da muss er sich rechtfertigen und die ganze Geschichte wieder erzählen, Apostelgeschichte 11. Und auf einmal sagt Petrus, nun erkenne ich in Wahrheit. Was denn? Kennt ihr den Text, Apostelgeschichte 10? Lesen wir den mal, Vers. Nun erfahre ich in Wahrheit, Vers 34, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jedem Volk, wenn fürchtet und Recht tut, der ist ihm angenehm. In Maleachi 1 gibt auch so einen unglaublichen Text und viele haben sich nicht getraut, das in Präsent zu übersetzen, zu sagen in Futur. Da heißt es in Maleachi 1, vom Aufgang der Sonne bis zum Niedergang ist mein Name heilig unter den Heiden und an jedem Ort wird mir reines Opfer dargebracht. Unglaublich. Ja, viele tun das in Futur, weil es zu unglaublich ist. Und dann gehen wir gleich nach Maleachi, gibt es Matthäus. Und da habt ihr so viel in Matthäus, wo dieser heidnische Hauptmann da ist, in Matthäus 8. Und Jesus sagt, wahrlich, so einen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Und ich kann euch sagen, als Jesus das einem Juden gesagt hat, kein Wunder, dass sie ihn gekreuzigt haben. Ein Heide als Vorbild zu bringen, unglaublich. Und dann die ganz anderen Geschichten, die Menschen von Ninive, die Königin von Saba, die Huren werden vor euch im Himmelreich sein. Was für eine Provokation. Es werden Menschen von Osten, von Westen kommen, am Tisch sitzen. Und das geht weiter, 10 hat er geheilt, es kam dann Samariter zurück. Und wer viel bekommen hat, von dem wird viel verlangt. Wer wenig bekommen hat, von dem wird wenig verlangt. Wer ist dein Nächster? Was soll ich tun, um in den Himmel zu kommen? Geh hin, tu dasselbe. Ein Samariter als Beispiel. Absolute Revolution, Jesus. Und so gibt es viele, viele Texte in der Bibel, die uns zu Demut aufrufen. Noch einmal. Ich glaube, dass wir die Wahrheit kennen. In Jesus Christus, in seinem Wort. Ich bin ein Adventist vom ganzen Herzen. Ich bin nicht da, um Werbung für Buddhismus oder Islam zu machen. Gar nicht. Das muss ich sagen, damit ich nicht missverstanden werde. Aber eines Tages werden Menschen da stehen. Die werden mich demütigen. Ich werde vielleicht wie in Johannes 8, wie die Pharisäer sagen, ich bin Abrahams Kind, 6. Generation Adventist. Daniel 8 ist hier in Blut, es war schon in der Babyflasche. Und mit 7 die Bibel durchgelesen, mit 8 das Leben Jesu, mit 9 der große Kampf. Und da wird Jesus sagen, die, die Abrahams Werke tun, das sind die. Zufällig habe ich einen europäischen Pass und bin Christ. Wenn ich in Afghanistan geboren wäre, wäre ich ein Moslem. Das heißt aber nicht, dass ich schlechter wäre. Sondern die Frage ist, wie sollen Sie denn in Afghanistan, in Nigeria und sonst wo, wenn niemand hingeht? Paulus sagt, das Problem ist, der Glaube kommt aus der Predigt, aber wenn keiner predigt, wie sollen die Leute glauben? Römer 9, 10 und 11. Das Problem der Welt ist nicht das Böse. Das Problem ist, wenn die Guten schweigen. Und deshalb arbeite ich zum Beispiel für Moslems und gehe nach Nigeria und überall, wo es geht. Weil diese Menschen Jesus brauchen. Und wie sollen sie glauben? Wie sollen sie aufhören, Terrorist zu sein, wenn wir ihnen nicht Jesus bringen? Das ist das Problem. Und so wird eines Tages der Herr kommen und viele sagen, wann? Wann haben wir dir zu essen gegeben? Wann haben wir dir zu trinken gegeben? Und Jesus sagt, was ihr dem Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Kommt in die Freude meines Herrn. Diese Menschen haben nicht die ganze Prophetie im Kopf gehabt. Vielleicht einige, aber viele nicht. Jetzt fragen einige Leute und ich komme zum Schluss, ja, wieso machst du noch Mission, wenn es so ist? Das ist eine gute Frage, ne? Das ist auch meine letzte Frage, die letzte Folie. Erstens, ich mache Mission, weil ich nicht anders kann. Ich frage nicht, wozu, sondern ich bin wie Petrus. Ich kann nicht schweigen. Meine Erfahrung mit Jesus ist so voll mit Gnade, dass als ich mich wirklich bekehrt habe,
Die Menschen haben sofort gewusst, was los war. Und ihr könnt mich irgendwo in die Wüste schicken, ihr könnt mich als Kartoffelverkäufer von den Bahnhof von Hamm schicken, ich werde Prediger sein. Es geht nicht anders. Ich kann nicht schweigen. Ich hatte eine Schwester, die zum Kindergarten lief, da lief eine andere Frau mit, diese Frau hat Jesus angenommen. Ihre Schwägerin ruft sie an und am Telefon sagt sie, sag mal, was ist los? Deine Stimme ist ganz anders. Hast du dich verliebt? Hast du Lotto gewonnen? Was ist los? Ja, ich habe Jesus kennengelernt. Die Schwägerin ist Adventistin geworden, weil sie am Telefon erkannt hat, dass ihre Schwägerin ganz anders geworden ist. Und wenn wir mit Jesus leben, da können wir nicht schweigen. Es geht nicht. Zweitens, ich glaube, es gibt auch eine gute Nachricht für jetzt. Jesus hat nicht nur das Himmelreich für später angekündigt, sondern er hat mehr Zeit verbracht, Menschen zu heilen für jetzt, weil er einfach voll mit Barmherzigkeit war. Es jammerte ihn und mich jammert, wenn ich Menschen sehe und ich möchte, dass sie gesund sein im Körper, Leib und Seele, aber auch in ihren Finanzen, in ihrer Ehe sind. Und deswegen bin ich Prediger. Drittens, ich glaube, dass wir in der letzten Zeit leben und diese Ereignisse der Welt bringen die Menschen so durcheinander, stellen so viele Fragen, dass Gott zugelassen hat, dass in der letzten Generation alle das Evangelium hören. Und ich bin froh, dass wir ein Teil davon sind. Und nicht zuletzt ist es ein großes Vorrecht, Menschen zu Jesus zu bringen, die suchen. Ich habe in meinem Leben viel Zeit verbracht, Bibelstunden an Menschen zu geben, die null Interesse hatten. Vielleicht wollen sie einen netten Besuch jede Woche von einem jungen Mann. Ich weiß es nicht. Jetzt bete ich nur noch, Gott, zeig mir die Menschen, die suchen. Zeig mir dein Volk in Babylon. Zeig mir diese Menschen, die das Knie vor Baal nicht gebeugt haben. Zeig mir das Volk in dieser Stadt. Und Ellen White sagt, in jedem Dorf gibt es Menschen. Und weil diese Menschen suchen, ist nicht meine Aufgabe, sie irgendwie zu überreden, sondern ihnen einfach Antworten zu geben, auf die sie warten. Gott möge uns helfen, dass wir einfach mal uns Gedanken machen. Das ist nur ein Versuch heute Morgen, eine kleine Bibelstunde. Aber dass wir einfach mal suchen, weiter in der Bibel, im Geist der Weissagung und vor allem demütig bleiben und wissen, dass Gott auch sein Volk woanders hat. Und dass manche, die ganz oben auf der Leiter anfangen, weil sie alles bekommen haben durch ihre Erziehung, durch ihre Intelligenz, vielleicht noch eine Sünde haben, eine Erkenntnis haben, wo sie Nein zur Stimme Gottes sind und schlimmer sind als der Heid im Dschungel, der seinen Bruder nicht mehr essen will. Ich möchte mit euch beten.